Hey und willkommen zum achten Part, glaube ich, von Ori in the Blind Forest Definitive Edition. Und ja, da wir hier eh wieder zu weit raus, da wir hier eh nirgends hin können und die Karte eh riesig ist, vor allem hier unten. Letztes Mal waren wir ja bei den Schwarzwurzelgängen hier und da hat sich ja ein bisschen mehr aufgedeckt, als ich dachte, dass es eigentlich ist. Also ja, deswegen gehen wir heute in den Ginsobaum und rein da. Orange freigeschalten, innen verfault. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er vor dort und von innen vertrocknet. Also, ach komm. Und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginsobaums finden. Joa. Dann gehen wir sterben. Und du da auch. Nein. Den wollte ich nicht mal töten. Oh je, Mini, das kann was werden. Ja. Na komm. Jetzt trifft mich das Viech. Alter. Ah. Ich schaffe es einfach nicht da drauf zu landen. Ori ist so schnell. Nein. Vielen Dank. Ah, ich. Ja, wow. Ich dachte, ich habe jetzt sonst was gefunden. Also weiter gehe. Was bist denn du? Okay. Ich blick's gerade gar nicht, Digga. Na, ihn. Okay, Digga. Ach Gott, ach, das kannst doch keinem erzählen. Da versuchst du da wieder zu landen, landest aber voll auf den anderen Gegner. Was ist das überhaupt? Was sind das für Gestalten? Auf instabilen Boden kannst du. Das heißt, der fällt runter irgendwann. Ach komm. Okay. Dann speichere ich halt hier. Wieso kann ich die Viecher nicht töten? Oh. Ich will speichern. Nein, nicht schon wieder runter. Are you kidding me? Ey, das. Das kannst du doch keinem erzählen, ey. Wieso ist der Ginsobaum so scheiße? Ich bin doch gesprungen. Da ist was. Meine. Ah, jetzt nochmal speichern.
Eigentlich wollte ich da zu dem Speicherding. Obwohl, warte mal, hier kann ich auch lang. Ah, genau zu dem wollte ich. Ich bin aber auch lost. Alter, geh da rein. Oh, es ist ja stressig hier. Jetzt da rein. Und das da führt mich dahin. Und da muss ich hin. Oh, das liegt schon. Gott. Vielen Dank, bitte einmal speichern. Ah, ich checky. Na toll, jetzt darf ich es bis dahin schieben. So. Ja, warte mal. Ach so. Nein, du kannst da unten bleiben. Und das muss nämlich... Das muss dahin. Geht es da durch und dann macht's Butt. Ich muss sagen, im Ginsobaum handelt es sehr viel um Portale. Das kann es ja nicht gewesen sein. Einfach nur so ein Zwischenspeicherraum oder was? Oh, ich dachte, das ist sonst... Wie viele Leben willst du haben? Ja. Ja, gut. Wie willst du dem Kackvieh ausweichen? Ja, hallo? Oh, danke. Das hier führt mich jetzt wohin? Okay. Okay. Also das resettet auf jeden Fall deinen Doppelsprung. Das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Ja, da komme ich nicht hin. Oh, fuck, yes, shit. Ich habe da gar nicht gesehen, dass es noch so ein Ding ist. Jetzt machen wir die Tür hier auf.
Und gehen hier lang. Eine Fähigkeit. Tief aus dem Inneren dieses Stammbaums höre ich die Schreie des Entsetzens. Rem war agil. Er sprintete durch die Luft. Hör auf seine Stimme, denn er verbreitet sie weiß. Was denn? Er verbreitet die Weisheit. Joa. Oh, bitte lass es jetzt die auf die sein, weil ich glaube, die kann ich jetzt eigentlich gut gebrauchen. Und ja. Oder? Du hast Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten. Und dann in die Richtung ziehen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgeleitet. Oh ja. Oh ja, Digga. Diese Fähigkeit brauchen wir, um das Viech hier wegzuballern. Ich kann den halt wirklich... Oh, wait a minute. Ich wollte schon sagen, hätte ich die nicht benutzen sollen, um da hochzukommen. Alter, komm. Chillig. Nee, das Stone habe ich aufgesammelt. Ich mag die Fähigkeit jetzt schon. Ja, Moment mal. Okay. Kann ich auch die hier, ne? Nee. Anscheinend nicht. Oder ich habe jetzt die ganze Zeit X gedrückt. Ja, komm. Ja. Dein Ernst? Ich wurde getroffen, kann es aber trotzdem noch benutzen. Deine eigene Waffe gegen dich verwendet. Ach, wait a minute. Scheiße. Ja, ging daneben. Hey, Kasi. Alter. Alter, sag mal, bin ich zu blöd dafür, oder? Hallo? Danke. Oh, eine Energiezelle. Ey, dann halt nicht, Digga. Ach, du Heilige. Was verlangen die hier von mir? Soll ich mich dahin schleudern, dann doppelt...
Okay, fast. Erstmal kurz zwischenlanden. Ich kann jetzt hier durchgehen ohne... zu sterben. Klar, Digga. Speichern. Ach, Gottes Willen, Alter. Ist ja nicht irgendwann mal zu Ende? Stressig. Ah. So ein Viech kennen wir schon. Das ist das Viech, wovon ich gesagt habe, dass es da ist und ver... Was zum Henker, wie hoch ist dieser Ginsobaum? Okay. Ich wollte mal hier hoch. Da war irgendwas. Oder auch nicht. Warte mal. Ah, geht nicht. Dich kenne ich schon. Nur in einer stärkeren Version. Weil du schießt nur komische Strahlen. Aber das Viech, was ich da oben schon mal gesehen habe, das schießt auch Laser. Genau. Das Herz des Ginsobaums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben. Gänzlich verfault und verwest. Gänzlich? Ja, wie viel denn noch? Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Wasserfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Toll, und das kann ich jetzt? Okay. Auf beiden Seiten. Moment, bräuchte ich für irgendwas? Nee, dafür habe ich die komische Spinne. Muss ich jetzt hier immer alles benutzen als... Ich mag das hier gar nicht. Lol. Ich habe ja noch voll viele Leben, aber... Komm. Ja, du kannst ja doch hier hinschießen. Ja. Ja, so wird das was. Jetzt speichern. Ne, ich brauche doch E2, ne? Ja. Das war's. Okay. So, ich hoffe mal, ich hatte gerade die schwere Seite. Da sind Portale.
Das ist Denken. Nein, ich hab's nicht erwischt. Ach komm. Bam. Down. Ja, und jetzt? Ah. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Dein Ernst? Jetzt weiß ich, was damit gemeint war. Ich komme da nicht hoch. Ach so, ich muss... Kann mir das keiner sagen? Verpiss dich. Nein, ich will nur das Geiserlicht haben. Fuck it. Wie hab ich's geschafft? Okay. Und wieder hier unten. Ich habe halt hier Haufen Zeit verloren. Ach komm. Ich will doch nur dieses Geisterlicht haben. Wird aber nicht so schwer sein. Ist aber egal, wie schnell ich mache. Das Wasser bleibt immer so weit weg, wie es war. Aber hier habe ich meine Probleme. Verpiss dich, du hässliches Stück Scheiße. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Shit. Oh fuck, oh fuck. Stimmt, das habe ich auch, dieses Ding. Nein. Nein. Nein, ich war da so weit. Ah, und alle Geisterliche und so habe ich auch eingesammelt. Können die nicht gespeichert bleiben? Fuck it. Was soll ich hier machen? Hallo? Was sollte ich denn jetzt da machen? Mich an der Laterne festhalten oder was? Ich muss ein bisschen mit der Steuerung variieren. Aber ich weiß, dass ich jetzt auch den Spinnkörper benutzen kann. Oh, fuck. Man kann ich ja auch mittendrin speichern. Würde ich gern mal wissen. Nee. Ach bitte, hallo. Ich will doch hier einfach nur fertig sein. Aber das Viech, das nervt.
Abnormal. Die Spitzen, alles nervt hier. Ah, da ist wahrscheinlich auch was. Nein, ich kann nicht speichern. Hallo, ich hab... Vorne hat's auch... Ach, komm. Alter, ich kassiere aber auch... Die ganze Zeit. Ich kann ja dir zwischendrin nicht speichern. Das ist schon belastend. Ist das denn... Scheiß Ernst, Mann. Das erste Mal, dass ich mich bei Ori aufreg, Alter. Weil die Mission scheiße lang ist. Und ich jedes Mal dasselbe machen muss. Jetzt mal dieselbe Scheiße einsammeln. Und ich jedes Mal in dieser fucking Stachelkugel lande. Keine Ahnung. Und diesen, den scheiß Viechern, denen auch nichts einfällt. Wir strömen alles voller Wasser und die, denen fällt trotzdem nichts Besseres ein, mich immer noch umbringen zu wollen. Komm, bitte. Oh, na endlich. Ah, Gottes Willen, ich saß jetzt hier keine Ahnung, 10 Minuten dran. 5. Ah, Gott. Ah, ey. Und jetzt habe ich extra geguckt, ob die Aufnahme startet, weil wenn die jetzt nicht gestartet hätte oder nicht gestartet hat, dann... Ach, komm. Und was will jetzt der Vogel von mir? Gibt's auch noch einen Bossfight oder was? Den Bossfight mag ich gerade gar nicht. Darf ich jetzt flüchten oder? Bitte kein Bossfight. Ich will nicht mehr. Haben wir seine Höhle geflutet? Oder? Ori, ich fürchte schon, dich an Kurus Fänge des Hasses verloren zu haben. Aber Gumo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Gumo heißt er also. Doch sieh her, der Ginsu-Baum ist wiederhergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit nicht mal mit dem Giftwasser rumschwimmen müssen. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen. Im Nebelfrost. Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Elendsruin oder Elend? Keine Ahnung. Da? Moment. 6%? Okay. Da gehen wir aber das nächste Mal hin.
Beziehungsweise das nächste Mal erkunden wir erstmal das hier. Tschüss. Kann ich irgendwas machen? Nee. Wasserminen. Alter, wie schön ist das denn hier? Oh. Und schon ein Stein eingesammelt. Oder auch kein Stein eingesammelt. Okay. Das Spiel sieht so geil aus. Ich meine, ich habe jetzt keine Stunde aufgenommen gefühlt, aber ist mir egal. Also ich würde sagen, der Part war spannend. Also für meinen Teil zumindest. Und auch ein bisschen aggressiv wieder. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.